Ich hoffe, dann geht's euch. Ich hoffe gut. Heute habe ich für euch mal wieder ein Sixpack-Workout am Start und ihr braucht dazu absolut gar nichts, außer eben euch selbst, die Schwerkraft und eben Motivation. Also es gibt keine Entschuldigungsgründe, Freunde. Einfach mitmachen und die Chipspackung jetzt weglegen. Also nicht nur das Video anschauen, sondern auch mitmachen. Nimm dir die paar Minuten Zeit und trainier mit mir mit und lass uns gemeinsam dieses Workout durchziehen. Die Abdominals, Freunde, also die Bauchmuskeln sind ein großer Muskel. Das heißt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir sie aus allen Winkeln bearbeiten. Sprich die Obliques, also die seitliche Bauchmuskulatur, die untere, die obere, aber auch die mittlere. Denn genau so können wir am besten ein ästhetisches Sixpack aufbauen. Grundsätzlich gilt ja, dass wir alle ein Sixpack haben, nur ist meistens eine kleine Fettschicht darüber oder eine größere, wie auch immer. Ja, und die muss natürlich weg. Also check hier das Ernährungsvideo aus. Hier lernst du in 20 Minuten alles, was du über die Ernährung wissen musst. Und mein kleiner Bruder hat jetzt auch mit Fitness begonnen und auch ihm habe ich einen Ernährungsplan erstellt. Da könnt ihr sehr viele Rezepte mitnehmen und vieles nachmachen. Auch hier einfach klicken bzw. unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Video nochmal. Also ernährungstechnisch einfach diese zwei Videos auschecken, der lernt ihr alles, was ihr wissen müsst. Und trainingstechnisch, Freunde, so wie heute, können wir das Sixpack natürlich trainieren, damit es massiver wird und auch größer wird. Wenn es euer Ziel ist, ein Sixpack aufzubauen, dann macht dieses Sixpack-Workout jeden zweiten Tag, um eben eine gute Sixpack-Muskulatur aufzubauen. Und was ihr zweitens trainingstechnisch noch machen könnt, ist einfach ein HIIT-Workout, also ein High-Intensity-Intervall-Training. Warum? Denn bei diesem Workout verbrennen wir in kürzester Zeit sehr, sehr viel Kalorien. Viel mehr, wenn wir jetzt nur laufen oder Radfahren gehen. Und gleichzeitig bauen wir noch eine gute Muskulatur auf und weiters haben wir noch den 48-Stunden-Afterburn-Effekt. Das heißt, wir verbrennen auch noch 48 Stunden lang effektiv Fett. Und so können wir auch das hartnäckige Bauchfett hier verbrennen, was als letztes verschwindet, und drittens eben einfach die Ernährung anpassen. Wenn diese drei Punkte stimmen, Freunde, dann steht eurem Sixpack nichts mehr im Weg. Auch ich mache zweimal in der Woche ein HIIT-Workout, ganz egal, ob ich jetzt Low Carb mache oder in der Massephase bin. Und hier habe ich für euch ein Video gemacht, also ein 20 Minuten HIIT-Workout, checkt es aus und macht gerne mit. Und bei diesem Workout heute entfüllen wir Punkt Nummer 1, also wir legen den Fokus auf eine massive Sixpack-Muskulatur. Ziel von diesem Workout ist natürlich, dass wir optisch ein sehr gutes Sixpack aufbauen können, aber ein guter Nebeneffekt ist ja natürlich auch, dass wir durch ein kräftiges Sixpack auch eine gute Rumpfstabilisation bekommen, also auch den unteren Rücken unterstützen und vieles mehr. Dann noch ein kleiner Tipp für euch für dieses Workout: beim Anspannen, also beim Hochgehen, immer ausatmen. Und außerdem versucht wirklich nur aus der Sixpack-Muskulatur hochzugehen, also wirklich nur mit der Sixpack-Muskulatur zu arbeiten und nicht jetzt eben mitschwingen. Ich habe für euch 10 Übungen vorbereitet und pro Übung trainieren wir 45 Sekunden und haben 15 Sekunden Pause. Und damit ihr es nicht vergesst, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Workouts feiert. Und wenn ihr in Zukunft mehr Workouts wieder sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentarbox, damit ich das auch weiß und für euch dann eben diese Workouts wieder produzieren kann. Jetzt habe ich euch alles verraten, wie ihr schnell wie möglich ein gutes Sixpack aufbauen könnt und was ihr bei diesem Workout beachten müsst. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt los. Let's go! Gut, Freunde, ich erkläre euch schnell die erste Übung, nämlich Hip Raises. Dafür legen wir uns ganz easy auf den Rücken, strecken die Beine aus und geben jetzt die Beine zum Brustkorb und pushen jetzt mit den Beinen eben nach oben, atmen aus, gehen wir zurück zum Brustkorb und strecken die Beine wieder aus. So sieht die erste Übung aus und ich würde sagen, let's go! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. So, sehr gut. Jetzt haben wir 15 Sekunden Pause und danach geht schon wieder weiter. Jetzt machen wir nicht mehr, nämlich Twisting Pistons. Dafür gehen wir einfach in die Plank-Position und springen jetzt nach links, geradeaus, probieren nach rechts. Oh, es kann losgehen. Oh, will you fucking fight back? No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud. So, dabei haben wir die seitlich, also die Obliques, seitliche Bauchmuskulatur trainiert, aber auch die gerade untere. Für die nächste Übung, also Sit-Ups, legen wir uns auf den Rücken, heben die Beine und versuchen jetzt, so hoch wie möglich
nach oben zu gehen. Und atmen beim Hochgehen aus. Und so hoch wie möglich. Let's go! Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Gut, das war eine Übung für die obere Bauchmuskulatur und ab und auf die untere natürlich, weil wir die Beine in der Luft hatten. Und weiter geht's mit Roll-In. Also, wir bleiben mit dem Kopf in der Luft und versuchen jetzt die Hände vor dem Schienbein zusammenzugehen. Also, let's go. I'm the new stock, drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too packed, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers, can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting a forgotten soul, so stop drop. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she hold, it's chick, talk to close. I ain't stopping though, it's hip hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rocking on. So gut, sehr gut. Weiter geht's jetzt mit Packplanks. Also, wir gehen wieder in die Plankposition und geben jetzt den linken Ellbogen zurück und das linke Knie nach vorne. Und dann wechseln wir an. Alles klar, let's go! Taking that crown from you. I ain't worried about your pain, here to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm back. Now I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm back. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy. That's what makes me... Woo! Das fährt schon wirklich krass rein für die nächste Übung. Cross Reach. Legen wir uns auf den Rücken, strecken die Beine und die Arme durch und berühren jetzt das linke Schienbein mit dem rechten ab. Let's go! Und natürlich der Kopf bleibt dieses Mal in der Luft. Wenn ihr aber auch schon einen kleinen Muskelkrampf im Nacken habt, dann könnt ihr den Kopf natürlich auch zu Boden geben. Within my vein, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain, yeah. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Gut, jetzt klassischer Seitenwechsel. Jetzt gehen wir mit der linken Hand zum rechten Schienbein. Wichtig beim Hochgehen, immer schön ausatmen. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Sehr fein. Jetzt kommen wir zur nächsten Übung, nämlich Hip Drop Plank. Das heißt, ihr hört es schon, wir gehen wieder in die Plank-Position, Freunde. Und
Jetzt gehen wir mit der Hüfte links nach unten und dann eben rechts nach unten. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute. Every track, an addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing, need a track. So, sehr fein. Für die nächste Übung nehmen wir wieder die obere Bauchmuskulatur. Das ist jetzt schon die vorletzte Übung, also jetzt nochmal alles geben, nicht aufgeben, schön auf die Atmung achten und auch schön nur auf der Bauchmuskulatur trainieren. Also jetzt Heel Touches. Wir berühren die rechte Ferse, die linke Ferse, die rechte Ferse. Let's go! Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Freunde, Mountain Climbers, letzte Übung, 45 Sekunden. Jetzt sprinten wir so schnell wir können für 45 Sekunden. Also, wir geben die Knie zur Brust. Also, es geht los. Und I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd. I got this, I roll out, I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now, calling you all out. Take hostage, the pros now, they novice when I throw down. We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Listen to the hate, no, listen to my fate, yo. Destined to be great, yo. We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Holy shit, Freunde, das war jetzt aber richtig, richtig heftig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ist schon ein kleines Heidi-Workout, muss man sagen. Weil ich auch Übungen eingebaut habe, bei denen wir auch etwas Fett verbrennen. Einfach, weil es sehr, sehr wichtig ist, damit der Sixpack hier zum Vorschein kommt. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann smasht jetzt den Like-Button, schreibt mir in die Kommentarbox, wenn ihr mehr Workout-Videos wollt. In diesem Sinne, folgt mir auch gerne auf Instagram, da gibt es auch immer wieder Trainingstipps. Also, macht es gut, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, die Augen zu aktivieren für mehr Workouts und immer wieder neue Workouts. Also, bleibt am Start, Freunde, bleibt mit dabei, haut rein, bis zum nächsten Mal, ich verabschiede mich, macht es gut, euer Sascha. Peace! Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.